Heute um 4.30 Uhr haben uns die Mönche aus den Federn geworfen. Unser Bungalow befindet sich ja gegenüber eines Klosters und die Mönche starten um 4 Uhr morgens in den Tag. Um 4.30 Uhr beginnen sie mit ihren Rezitierungen und die werden über Lautsprecher an das Volk gebracht. Immer mit traditioneller Musik untermalt und mal mehr, mal weniger laut. Wie auch immer, heute geht es nach Mudon. Die Zeit bis zur Abfahrt nutzen wir noch, um unsere Geräte aufzuladen. Zunächst machen wir aber noch einen Bummel durch den Hauptmarkt von Molamyen. Molamyen ist eine gemütliche Provinzhauptstadt am Tanlin-Fluss. Sie wird überwiegend von freundlichen Muslimen, einigen Indern und Burmesen bewohnt. Touristen verschlägt es nur wenige hierher. Molamyen wurde früher Mulmain genannt und ist die drittgrößte Stadt in Burma. Sie liegt etwa 300 Kilometer südöstlich von Yangon. Mit knapp 300.000 Einwohnern ist Molamyen die größte Stadt im Mondstaat und der wichtigste Handels- und Warenumschlagplatz im südöstlichen Myanmar. Der Name Molamyen bedeutet zerstörtes Auge. Es geht eine Sage herum, dass ein Fürst der Mon hier ein Auge verloren haben soll. Aber jetzt wollen wir mal zusammen durch den Markt bummeln. Wir sind auf der Suche nach einer bestimmten Musik-CD, aber leider kann uns auch dieser freundliche Händler nicht weiterhelfen. Auf unserer Weiterfahrt machen wir Stopp bei einer Kautschukplantage. Kautschuk wird ja hauptsächlich zur Herstellung von Gummi durch Vulkanisierung verwendet. Gewonnen wird es aus dem Kautschukbaum. Die auch als Latex oder Milchsaft bezeichnete Flüssigkeit wird durch das Anritzen der Baumrinde freigesetzt und in Behältern aufgefangen. Nun aber widmen wir uns dem Paok Meditationszentrum in Paok Village. Das Paok Meditationszentrum beherbergt etwa 500 Mönche und 300 Nonnen. Auch Europäer kommen ab und zu hierher zu meditieren. Einer soll hier schon über 2 Jahre hier sein. Diese Hauben hier in der Meditationshalle sollen die Mönche beim Meditieren vor Insekten schützen. Wir kommen gerade recht zur Ausspeisung der Mönche. Und wir sollen auch selbst Speisen an die Mönche ausgeben. Aber dazu fehlt uns leider die Zeit. Mit diesem Holzgong wird den Mönchen sozusagen angekündigt, dass die Ausspeisung nun beginnt. Dieser lange Zugang ist voll mit Mönchen, die auf ihre Ausspeisung warten. Thank you.
Wir gehen jetzt aber weiter in das eigentliche Meditationszentrum, vorbei an den Wohnhütten der Mönche. Diese beiden hübschen Katzen lassen sich von uns natürlich überhaupt nicht stören. Die Mönche hier haben auch eine Eichhörnchenfutterstation aufgebaut. Leider sind sie sehr schwer zu filmen. Hier im Meditationszentrum hat absolute Ruhe zu herrschen. Daher werden Besucher auch angehalten, ihre Handys und sonstigen elektronischen Geräte, die irgendwelchen Lärm produzieren könnten, auszuschalten. Fast wie in einem Flugzeug. Außer den Naturgeräuschen kann man auch sonst nichts vernehmen. Auch hier wieder die Hauben, die die Mönche beim Meditieren vor den Insekten schützen sollen. Ein Schild weist darauf hin, dass man sich nicht gegen die Wände und die Pfeiler lehnen soll. Auch soll man den Boden nicht mit den Körperhaaren berühren. Nicht liegen, nicht schlafen. Und was? Nicht lesen. Nicht lesen. Auch wenn es jetzt so scheint, der Ton vom Fernseher ist nicht ausgefallen. Irgendwann ist es mit der herrlichen Ruhe vorbei. Wir müssen schließlich auch weiter. Durch die schöne Landschaft geht es zur Vincent-Toya-Pagode in Mudon. fünfhundert Mönche aus Stein weisen uns die Richtung. Die Vincent-Toya-Pagode beherbergt den größten liegenden Buddha der Welt. An der Pagode wird seit bereits 20 Jahren gebaut und es scheint kein Ende in Sicht zu sein. Eigentlich ist die ganze Pagode noch eine Baustelle und überall ist Vorsicht geboten, da, wie wir später sehen werden, viele Räume noch gar nicht fertig sind und somit auch viel Baumaterial und Schutt herumliegt. Zum Geburtstag des Abtes können die Kinder über diese Rutsche in das Wasserbecken rutschen. Geburtstagszeremonie von dem Jungen. Jetzt ist ja 93-jährige Geburtstagszeremonie von dem Jungen. Zum Gründer. Das ist ja die Figur von der Art. Der ist noch nicht gestorben, der lebt oben. Wir betreten jetzt mal das Innere des liegenden Buddhas und werden gleich hören, dass hier fleißig gearbeitet wird. Ja.
Augen. Hier können die Gläubigen etwas für die Fertigstellung der Pagode tun und Fliesen kaufen. Für Buddhas Robe oder für Buddhas Kopf. Wir kaufen jeweils 5 Fliesen. Und das ist your Kopf. Für den Kopf. Für den Kopf. Der liegende Buddha ist mit 185 Metern wieder einmal der größte liegende Buddha der Welt. In seinem Inneren gibt es 8 Stockwerke. In jedem Stockwerk werden Stationen aus Buddhas Leben dargestellt, soweit sie halt schon fertig sind. Diese Figuren hier sind erst in der Entstehung. Sie werden aus Zement gefertigt. Du greifst ihn hin. Fuck. Wir begeben uns jetzt hinter den Kopf des liegenden Buddhas. Das linke Ohr und die schwarzen Fliesen. In einem kleinen Restaurant nehmen wir noch ein extrem leckeres Mittagessen zu uns. Wir essen das, was du bestellst, sonst ist es egal. Da das Essen noch ein wenig dauert, checkt nur mal ihre Facebook-Seite. Die Familie ist sehr freundlich und das Essen, wie gesagt, ausgezeichnet. Auch Miao Miao, unserem Fahrer, schmeckt es sehr gut. Handy, nicht mit Computer. Das Essen ist verdaut und wir fahren weiter zur Kanchi-Pagode. Nahe der Pagode befindet sich der Golden Tower. Von oben hat man einen herrlichen Blick über die Stadt und über die Landschaft und den Mudong-See. Beim Aufstieg auf den Tower begleitet uns der Gesang aus der Stadt. Oben angelangt bietet sich dann dieser wunderbare Ausblick. Ein kleiner Spaziergang führt uns zum Mudong-See. Zum Baden. Dann würde ich mich auch. Wie die Japaner. Ja,
Koreaner. Und noch Thailänder machen auch so. Ja? An dieser Stelle. Schön, weil du wolltest nicht drauf. Wird sofort gelöscht. Die Foto, über die Fotoreise. Mhm. Das habe ich ja einmal gefragt, dieses Fotoproperty und andere Fotoproperty. Wir sind zurück in Mol Lam Yen und besichtigen ein paar der Kirchen, die wir während der Durchfahrt gesehen haben. Wir finden ein junges Mädchen, das die Kirche für uns öffnet. Die Kyaik Talan Pagode ist das höchste Bauwerk in Mol Lam Yen und steht auf einem 150 Meter hohen Hügel. Von hier kann man kilometerweit über die Stadt und das Land sehen. Man hat einen 360 Grad Panoramablick. Die Kyaik Talan Pagode wurde 875 nach Christus erbaut. Der Umfang ihrer Basis beträgt 450 Meter. Sie ist umgeben von 34 kleineren Tsidiyan Pagoden. Auch hier muss Doris wieder als Fotomodell herhalten. Eine herzige Katzenfamilie erregt unsere Aufmerksamkeit. Okay. Natürlich haben wir immer Katzenfutter eingesteckt und es scheint auch gut anzukommen. Ja. Wenn der Durst übermächtig wird, ist kein Hindernis zu groß. Nach dem Sonnenuntergang verlassen wir die Pagode und machen Halt an einem Aussichtspunkt, an dem Rudyard Kipling sein berühmtes Gedicht Road to Mandalay geschrieben hat.
Danach geht es zurück ins Atran Hotel zum Abendessen. Ich bin schon essen. Erst, oder? Ja. Ich meine, wie Urteilen. Du bist gemein. Nur sagt ihm, ich bin fett. Morgen werden wir um 8 Uhr noch den Markt von Mol Am Yen besuchen und dann die Rückreise nach Yangon antreten.